Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman. Wir spielen heute The Icon und ich denke, wir haben gar nicht mehr viel zu tun. Ne? Bei den Meisterleistungen fehlen noch ein paar. Ja, das sind jetzt alle so nicht missionsspezifische Tötungsweisen und ansonsten, hier haben wir alles abgehakt. Die Anzugpflicht natürlich und der lautlose Killer mit Anzugpflicht, den werden wir uns heute dann vornehmen. Ich habe schon so ein bisschen herumexperimentiert und ich werde heute den Türsprengsatz benutzen und die Klavierseite. Ich habe schon so ein bisschen rumexperimentiert, wollte Dino Bosco eigentlich mit Gift töten, dazu kann ich euch gleich ein bisschen mehr sagen. Das hat nicht funktioniert, obwohl der Plan eigentlich sehr, sehr, sehr schön war und es hat echt lang gedauert, ehe ich herausgefunden habe, warum es nicht funktioniert. Denn man muss Dino ja dafür zu dem Treffen mit den Fans locken, zur Autogrammstunde. Und man kann aber das Wasser dort nicht vergiften, solange die Fans hingucken, logischerweise. Wenn die Fans aber weg sind, ne, man kann die ganze einfach wegschicken, indem man da jemanden anrempelt, dann geht Dino nicht mehr dahin. Welcome to Sapienza 47. Today's shoot is already in progress. For the sake of authenticity, Dino Bosco's icon costume is genuinely bulletproof. He does, however, insist on doing his own stunts. So, I suggest you take advantage of Murphy's Law. Good luck, 47. Nee, Murphy's Law heute mal nicht. Ja, also die einzige Möglichkeit, die Wasserflasche da tatsächlich zu vergiften und Dino zu töten, ist, sich als Küchenhilfe, Kellner, was auch immer, dazu verkleiden. Und Dino dann quasi dahin zu locken, ne, indem man hier den Schrank ausmacht. Da kann man sich ja einfach als Crewmitglied verkleiden. Weil man das versucht, ohne sich als Crewmitglied zu verkleiden. Ich meine, klar, man kann eine Bombe hier hinwerfen, irgendwie, dann sind die Wachen abgelenkt, sind weg. Und dann kann man hier durch den Trailer durchgehen. Aber da oben stehen immer Leute und gucken runter. Und selbst wenn da hinten irgendwie eine Ablenkungsbombe noch zündet oder irgendwas, die sehen einen. Irgendjemand sieht einen da immer. Und das ist richtig, richtig belastend. Und deswegen versuchen wir das heute einfach mal ein bisschen anders, indem wir uns hier schade. Wir werden uns also heute mal hier hinterschleichen und dann da oben durch das Wohnmobil einsteigen und ihn mit der Würgeschlinge erwürgen. Im Wohnmobil gibt es auch eine Axt, mit der könnten wir ihn auch töten, aber die Würgeschlinge ist ein bisschen leiser und da stehen ja tatsächlich Wachen vor seiner Tür. Zwei Wachmänner. Mal sehen, sieht man die von hier oben? Ja, die sieht man, ne? Da, die stehen vor seiner Tür. Einer guckt da auch irgendwie rein. Also, die beiden hier oben sind weg. Das ist gut. Dann können wir jetzt hier runtergehen und ja, ihr hattet mich ja gebeten, diese Türsprengsätze ein bisschen öfter zu benutzen, weil die sind auch wirklich sehr gut. So. Haben wir benutzt? Und jetzt sind unsere Interaktionsteile schon wieder so ein bisschen verschwurbelt hier. Nicht da, wo sie sein sollten. So, und den zweiten Sprengsatz werden wir natürlich auch benutzen. Indem wir den Wachmann da, der würde uns sonst nicht sehen, wenn wir da lang klettern, damit ablenken. Klick, klack, lass mal offen. Ja, keine Ahnung. Wow, eine Bombe. So, den sind wir also schon mal los. Jetzt können wir uns hier hochschleichen. Und die beiden Typen, die hier am Geländer standen, haben wir eben schon weggeschickt. Das heißt, wir können jetzt hier beinahe unbehelligt drüber klettern. Ja, wir können es sogar ganz unbehelligt machen. Schleichen uns hier rein. Nehmen diesen wunderbaren Schlüssel mit. Und wie gesagt, wir könnten uns jetzt hier die Axt nehmen, ne? Da ist die Streitaxt. Uns hier an die Ecke klemmen und warten, bis Dino reinkommt und ihn dann einfach axten quasi. Aber ich denke, wir machen das mal anders. Ich denke, wir werden ihn mit der Schlinge erwürgen.
Und dazu müssen wir jetzt nur warten, bis er hier reinkommt. Es könnte einen kleinen Tick dauern. Wir können uns ja so lange noch ein bisschen hier drin umschauen, was es hier sonst noch so gibt. Also wir haben hier das Werbeplakat, das ist schon fertig. Lange bevor der Film abgedreht ist. Was haben wir hier denn noch? Einen Helm haben wir, was zu essen. Können wir eigentlich das Essen vergiften? Ne, das Essen können wir nicht vergiften, schade. Das kann man hier nehmen. Warte, irgendwo hat hier gerade... Ach, eine Büste. Wo ist denn die Büste? Ach, da drüben. Die kann man hier mitnehmen irgendwie. Aber ansonsten kann man hier drin halt gar nichts weiter machen. Leider. Naja, hat hier irgendwie einen Gitarrenkoffer oder sowas noch, einen Hut, ein paar schöne Kopfhörer, eine Notiz, leider unleserlich. Il Ragazzo hat er da zu liegen, das Buch. Von wem ist es? Von Sturgeon? Nee. Keine Ahnung. Ach, von James Wilde, okay. Ja. Hier haben wir so ein bisschen noch, was soll das sein? Eine Käseplatte mit Muscheln und ein lecker Wein. Noch ein Buch, Missione. Von Peter kann ich nicht lesen. Ja, die Streiterzeit, den Schlüssel gibt es ja, ansonsten gibt es hier leider gar nichts. Oh, ich glaube, jetzt kommt er langsam her. Wir sollten uns mal verkrümmeln. Ja, da ist er auch schon. Wenn er da auf die Ecke zukommt, kann man ihn eigentlich direkt wegschnappen. Mit der Streitaxt. Das geht. Und so warten wir halt, bis er hier zu Ende getextet hat. Schade, ich dachte, er telefoniert vielleicht. Erzählt uns noch was Spannendes aus seinem Leben. So. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich ihn hier direkt beseitigen. So ein wunderbarer, unbemerkter Kill hier. Finde ich gut. Dann können wir uns jetzt hier ranhängen. Da oben ist auch niemand, der bemerken würde, dass wir hier nicht hingehören. Gehen wir hier unten lang oder oben? Oben. Wenn wir an dem Polizisten vorbei sind, dürfte dem auch scheißegal sein, dass wir gerade aus einem zugangsbeschränkten Bereich gekommen sind. Ganz genau so. So, und da haben wir ja den Schlüssel geklaut. Und da würde ich sagen, machen wir uns mit dem Auto einfach auf und davon. Und dann war das Ganze... Ja, ist es. Deswegen töten wir auch nur so, dass da keine Blutspritzer draufkommt. Und dann war das Ganze doch eine relativ kurze Angelegenheit hier, muss ich sagen. Ja, da oben. Mission verlassen, links oben steht, super. Machen wir da einfach mal. Fahren mit Dino Boscos Wagen davon. In die Nacht. Klavierspieler haben wir, lautloser Killer nur Anzug. Anzugpflicht natürlich auch. Und das Ganze hat 6 Minuten 31 gedauert, okay. Ich weiß nicht, ob man es viel schneller schaffen kann. Muss, möchte. Wahrscheinlich nicht, ne? Man ist ja auf Dinos Timing angewiesen. Also man könnte es Perfectionist unlocked, keine Ahnung warum. man kann ihn natürlich ein bisschen schneller töten, wenn man da mit der Axt einfach, ne, wenn er reinkommt oder ihn da an der Ecke direkt weggreift, dann kann man ihn natürlich ein bisschen schneller töten. Aber ansonsten war das, glaube ich, schon so ziemlich der schnellste Weg, das zu machen. Wie gesagt, ich hätte es lieber mit Gift gemacht, aber es funktioniert einfach nicht nur im Anzug, weil man ihn da nicht vergiften kann. Ihr habt es ja gesehen im Trailer, die Spaghetti kann man leider auch nicht vergiften. Schade. Ja, das war's dann hier soweit. Ich meine, ich könnte euch jetzt noch zeigen, wie man vergiftet. Vielleicht mache ich das auch noch. Mal gucken. Wir werden erstmal auf Sand gebaut weiterspielen. Und was gibt's denn hier noch? Den Headshot. Und was gibt's für den Meisterkiller? Ach, dazu muss man den sauberen Schuss hier auch hinbekommen. Das geht natürlich nicht beim Primärziel, bei Dino Bosco, der ist kugelsicher. Vielleicht ginge das mit dem Jäger 7 Lancer, das weiß ich nicht. Das müsste man mal ausprobieren.
Ja, ansonsten, wie gesagt, man könnte ihn vergiften, ne? Das ist eine relativ einfache Sache. Das zeige ich euch vielleicht noch. Mal gucken. Auf jeden Fall spielen wir beim nächsten Mal auf Sand gebaut. Für heute war es das von meiner Seite aus, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.